Hallo, Hallöchen! Wir spielen wieder LS19, Landwirtschaftssimulator 2019, und zwar auf dem PC auf der Karte Felsbrunn mit Seasons, mit Industrie, mit Helmut, Hartmut, Urunternehmen Hasenfote, mit BGA-Besitzer Herr Müller und Bauer Mike. Aber heute sind wir hier oben bei Hartmut. Der Hartmut hat letztes Mal ein bisschen Futter geholt vom Bauer Mike und ja, das will er jetzt den Schwein geben und Wasser ist noch knapp. Da muss er auch noch schauen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich hier den AW80-Anhängern ankoppeln kann. So, ein bisschen Hunger haben sie schon wieder, glaube ich. Aber nicht viel. Wir stellen den Anhänger wieder in die Scheune. Und werden jetzt noch Mais reinkippen. Nicht in die Scheune, sondern bei die Schweine. Deswegen hat er ja da Futter geholt. So, wir koppeln das ab. Hier steht er trocken. Machen wir später abends die Tore zu und dann ist gut. So, da ist er. So, auch ein HW80-Anhänger. Da ist an der Seite offen. Da können wir auch gut irgendwie mit der Schaufel mal was einladen und so. Ist ja nicht allzu hoch. Auch so wurden die früher genommen. So, genau, dann müssen wir eigentlich da reinfahren. Das machen wir am besten von der anderen Seite. Oder wir drehen nochmal um hier. Wir haben ja hier so ein bisschen Weg ringsherum gemacht. Ich habe ja das versucht so ein bisschen. Nö, hier habe ich gar keinen Weg rumgemacht. Hier hätten wir auch noch einen rummachen können. Hier ist alles voll Gras. So, aber sein Bruder, der Helmut, der hat sich noch was zum Gras schneiden gekauft. Das wollen wir nachher auch noch machen, ausprobieren. Ein cooles Gerät. So, meine kleinen dicken Schweinchen. So, na, das hat auch nicht gelohnt. Wir machen mal das Seasons-Menü auf. Da haben wir auch das Menü denn mit den Schweinen drin. Jetzt sehen wir, wenn wir auf die Schweine gehen. Mais ist drin, Weizen ist drin, Soja ist nicht drin. Wasser brauchen sie noch, Stroh machen wir nicht rein. So produzieren sie Gülle. Und das ist erst 2 Monate alt. Sag ja, die haben jetzt, die sehen dicker aus als sie sind. Die haben 32 Kilo. Das sind alles noch kleine Ferkelchen. Die sind schon ein bisschen größer. Da müssen wir aufpassen, damit die nicht die Kleinen essen, würde ich sagen. Ne, wir werden jetzt den Anhänger. Kann ich den auch noch da reinstellen? Wahrscheinlich nicht. Den hätten wir jetzt eigentlich da drin stehen lassen können bei den Schweinen. So machen wir es. Dann nochmal eine Runde drehen. Wir koppeln den hier drin ab. So, der Hartmut hat ja schon früher Schweine gehabt hier oben. Aber dann ist hier Schweinepest gewesen. Er musste alle schlachten. Notschlachten. Also, das Fleisch ist auch nicht auf den Markt gekommen und hat in der Zeit eigentlich woanders gearbeitet. In der Landwirtschaft und hat jetzt hier wieder sein eigenes kleines Reich geschaffen. Wohnen tun sie, nur falls die Frage auftaucht, da wo der Helmut wohnt, in dem großen Haus, auf der anderen Seite hier von der Alp. So, Wasser. Wasser ist sogar noch drin, na, das passt ja.
So, ich glaube, hier ist Wasser. Okay, da brauchen sie auch reichlich. Und das ist der Wasseranhänger von Helmut. Und seine Schafe könnten auch noch einen Schluck Wasser gebrauchen, aber die fressen irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Produzieren tun sie auch nichts. Also, wir fahren mal rüber. So, und hier oben gibt es dann natürlich auch noch ordentlich zu ernten. Na, das wird ja, das wird noch ein richtiger Stress werden. So, dann haben wir jetzt noch einen neuen Mod drauf. Und zwar diesen Real Dirty Color Fix Mod. Also jetzt werden die Räder auch nicht mehr sauber, wenn wir hier auf der Straße fahren. Die bleiben dreckig einfach. So, der Helmut ist hier oben. Wir gehen aber mal trotzdem runter, da die Schafe von ihm noch ein bisschen Wasser geben. So, und in diesem Haus, das ist ein Mehrfamilienhaus oder Mehrgenerationenhaus, hier wohnt auch der Hartmut. So, der Hartmut nimmt, glaube ich, das ist ja der Anhänger vom Helmut, nimmt er aber trotzdem wieder mit. Die Schweine brauchen dann doch ein bisschen mehr Wasser. So, aber jetzt gucken wir mal, was der Helmut da oben macht. Oh, schön, die Räder dreckig. So muss das sein. So. Und jetzt müssen wir eigentlich der Helmut. Jetzt sind wir denn der Helmut. Der muss hier das Teil ausprobieren. Das machen wir aber mit den anderen. Ja, jetzt haben wir das super hingestellt. Jetzt muss ich hier rückwärts raus. Der Helmut muss rückwärts raus. Der hat manchmal schon ein Problem mit Vorwärtsfahren. Das haben wir ja letztens mal an seinem Unfall gesehen. Könnten wir eigentlich mal irgendwann mal wieder so einen Feuerwehreinsatz oder so einen Polizeieinsatz hier inszenieren. Das wäre eigentlich auch mal wieder ganz cool. Würde ich sagen. Da fehlt irgendwie der Zaun zum Ankoppeln. So. Und jetzt, wenn ich das ausklappe,
Kann ich das nach der Seite? Kann ich es nach der anderen Seite auch ausklappen? Nö. Bin ich eigentlich gespannt, wie das funktioniert. Ob das überhaupt funktioniert. So, ein bisschen ist ja hier gewachsen. Und das gibt ja jetzt hier... Schau mal, da fahre ich schon das halbe Feld kaputt. Das ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Das sieht zwar cool aus, jetzt muss ich aber noch mal gucken. Wenn ich das, muss ich das versetzt machen? Oder kann ich den auch so anschmeißen? Weil ich fahre ja eigentlich schon über das schöne Gras drüber. Ich muss es erst aufklappen, das geht nicht anders. So, jetzt fahre ich schon die Hälfte vom Feld kaputt. Okay, das gibt dann noch ein paar Übungsstunden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich noch... Genau, ich kann ihn noch drehen. Aha, aha, aha. Jetzt sieht es schon ganz anders aus. Wow, 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 wow. Ich kann ihn doch gerade drehen, jawohl. Kann ich nämlich hier einfach lang fahren. Dann funktioniert es eigentlich so, wie ich will. Oder relativ gerade. Nachher kann ich das so machen, damit ich gar nicht mehr drüber fahren muss über das frische Gras, sondern nur noch über das frisch gemähte. Okay, ob der Helmut damit glücklich wird, fragt sich denn. Das ist noch speziell. So, machen wir hier oben noch die Kante. Und dann können wir ihn eigentlich wieder verstellen. Wie so ein Versatz ist das ja. Kann ich hier eigentlich schön an der Feldkante fahren. Also von der Leistung her braucht der 90 PS, das funktioniert. Was ich eigentlich noch wissen wollte, ob ich das da hinten... Kann zwar... das verstellen, aber sonst... sonst eigentlich nichts.
So, jetzt würde ich das mal drehen wieder. Vielleicht so. Vielleicht noch ein bisschen. Noch mehr. Jawohl. Ungefähr so. Jetzt muss ich nämlich nicht mehr auf das stehende Gras fahren. Jetzt kann ich nämlich auf das abgemähte nämlich schon die ganze Zeit rumkurven. Und fahre das gar nicht mehr platt. Gut, ich könnte das Ganze noch mit einem Frontmähwerk wahrscheinlich kombinieren. Und dann könnten wir theoretisch so eigentlich schon los. So, ich weiß aber nicht, ob der Steyr noch ein Frontmähwerk verträgt, leistungstechnisch. Also ich glaube, Futter kriegen wir da genug zusammen. Ui. Ein Tag trocknen, wenn es nicht regnet. Das habe ich gar nicht nach dem Wetter geschaut, verdammt. Das wollte ich doch noch. Jetzt ist zu spät, jetzt haben wir angefangen. So, Wetter. Bewölkt. Jo, könnte trotzdem funktionieren. Morgen bewölkt. Ich glaube, das geht gar nicht so schlecht. So, mit dem Frontmähwerk wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Wir haben ja übrigens hier diesen Reha-Mod drauf. Wo wir jetzt sehen, oh, jetzt wird es gerade ein bisschen kritisch, aber sonst hat er eigentlich immer gut Grip hier. So, jetzt kann ich nämlich hier schön lang fahren und hinten mache ich eigentlich so eine schöne Bahn. Ob das passt. So, läuft. Wir haben aber noch ein anderes Projekt, wo wir unbedingt noch schauen müssen. Meine Güte, das macht richtig Laune irgendwie. Ganz was anderes hier mit dem Schleppmiewerk oder was? Wie heißt denn das Teil denn, wenn es hinten dran hängt? Dich hinterher ziehe. So, Bodenunebenheiten hat das eigentlich nicht so gern, wie wir sehen. Aber es kommt noch einigermaßen gut damit zurecht. Sonst reißen wir es einfach drüber.
So, hier ist ein bisschen schwierig. Aber hier reißen wir es. Oh, warte, hier ist ein böser Graben, glaube ich. Täuscht das? Nee, das täuscht gar nicht. So, ich glaube, hier müssen wir dann nicht weiter rüber. Das ist auch gefährlich am Abgrund hier. So, jetzt läuft da langsam warm der Steier hier. Und jetzt kann ich hier schön an der Straße wieder langfahren und hau den Rest da weg. Also ich finde es eigentlich ganz cool. So, jetzt müssen wir aber hier mal woanders hin noch. Sonst wird es zu spät. So, und zwar müssen wir zum Fuhrunternehmen Hasenfode. So, da, da, da. Ja. Steigen wir halt da ein. So, so sieht's aus. Was ist denn hier los? Genau, wir haben Besuch. Unternehmen Hasenfoder hat Besuch von der Gemeinde. Die wollen Salz laden. Hat wahrscheinlich nicht funktioniert. So, das ist natürlich schon recht früh im Sommer dort Salz zu laden, aber es geht mir eigentlich darum, damit ich euch zeigen kann, wie schwer das ist. So eine Palette, die ist jetzt noch nicht mal richtig voll und wir die eigentlich da reinmachen können. Oh, jetzt ist der aber bald voll und ich wollte eigentlich alles hier abladen und da reinmachen. So, es hat noch ein paar Paletten. Das Salz, was wir dran produzieren, können wir quasi auch zum Salzen nehmen von für die Straße. So, das machen wir auch. Und irgendwie ist es ganz schön schwer. So, und die wollen jetzt im Sommer schon das Salz da reinmachen. Ich sag, das ist doch Quatsch. Das wird doch nachher das Feuchtigkeit zieht, wird es doch hart und dann wird das eh nix. Aber ihr wisst ja, die Gemeinde weiß eh immer alles besser. Wenn sie das wollen, dann machen wir das so. So, super, bleibt noch ein Sack drauf liegen. So, das wollte ich eigentlich noch machen, damit es schon so schnell voll ist. Natürlich auch nicht gewusst. So, wir haben natürlich auch hier Winterdienst und wir werden den Rest, wenn wir hier einfach bei uns einlagern. Auch wenn jetzt da bloß noch ein Sack drauf ist. So, jetzt geht er gar nicht runter, oder was? Irgendwie ist das jetzt unter die Palette geglitscht. Na toll!
Palettengabel ist zu tief. Mann, mal eine Folge ohne, damit da irgendwas schief geht. Das wäre was. So, kann ich die jetzt da runterziehen? Nö. Kann mir mal einer sagen, ja, das muss ich auch noch alles abladen. Und so, 11.000 Liter. Soll ich das mal... Warte mal, wir können es mal so, wir können es ja mal hier... Oh, warte, das gibt hier ordentlich Salz. Hier wird auf jeden Fall wahrscheinlich der Scania wegrosten, weil ich da so viel Salz hingehauen habe. Der wird komplett wegrosten. Nächste Folge ist er weg. Jetzt kann ich natürlich die Palette da reinmachen. Und wir haben gesehen, es funktioniert. Es kommt hinten Salz raus. So, wenn ich die jetzt noch da aufladen kann, dann habe ich sie eigentlich... Dann bin ich sie los. Noch 31 Liter. So, ich habe den Hof schon gesalzen, da wird kein Schnee liegen. So, was ist denn jetzt mit der Palette? Noch, wollen die mich verarschen? Noch 4 Liter. So, jetzt ist die Palette weg, alles klar. Okay, den Rest würde ich dann einlagern. So, meinen Staplerschein habe ich auf dem Rummel gemacht. Die hatten zwar keinen Stapler, aber ich habe ihn da bekommen. So, dann haben wir gelernt, wir müssen das Gewicht sofort runter machen auf dem Rummel. Sonst wird er zu kopflastig. So, jetzt hoffe ich, ich kann das Ding hier abstellen, hier drin. So, ich hoffe, der macht keinen Schaden hier bei meinen... Ja, hier geht's. Ups. Ah, der Anhänger ist eh, der hat eben ein Problem. Irgendwie kann ich den am Scania... Scheiße, wieso geht denn das nicht? Geht doch. Ja. Komplett ausbalanciert, das liegt da dran. Damit auf der einen Seite natürlich 3 Säcke liegen und auf der anderen Seite 2 und in der Mitte 2. Nein, Quatsch, das klebt eigentlich irgendwie da fest. So, also bitte nicht das Palettenfahren hier bewerten. Das gibt da eh Minuspunkte, glaube ich.
Judy, würde ich sagen. Die anderen beiden lade ich dann noch ab. Später. Ja, die Gemeinde soll hier schon mal probieren, wie das ist im Winter. Einfach ohne Schnee. Schon mal Salz streuen. So, letztens habe ich doch noch den Fall da anbekommen. Okay, irgendwie hat es funktioniert. Judy, ich würde erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.